Es ist schon wieder passiert. Wie lange? Stunden, Stunden verloren. Wo? Was ist passiert? Was habe ich in ihr gesehen? Traurigkeit. Ihr Leben eine gnadenlose Realität. Es schafft es nicht, die Facetten abzubilden. Wieso steht hier macht die Silhouette von dem Typen? Reinhard Moritz, eine Rarität unter Bankiers. Er sorgt sich um die, die ihm ihr Geld anvertrauen. Ich war so nah dran, die letzte Facette aufzudecken. Sein wahres Selbst. Was führte dazu, dass er sich in den Schuhen anderer sehen konnte? Soll ich es zum Salon bringen? Die meisten werden sagen, dass sie es mögen. Vielleicht weiß Fräulein Lavnitzak wie. Boah, nee, die Perle mag ich nicht. Die mag uns nicht. Ja, komm, wir versuchen es trotzdem. Vielleicht weiß Fräulein Lavnitzak wie ich es verbessern könnte. Ja, egal was kommt. Ich muss es zum Salon bringen. Werkzeug. Meine Farben und Pinsel sind willige Kollegen. Ich muss ihnen gerecht werden. Kein einziges davon ist es wert, fertig gemalt zu werden. So schlecht? Wien. Kam meine Seele auf den Straßen. Der Divan. Ich kann mich nicht erinnern, wohin ich gehe, was ich tue. Bücherregal? Ich habe nach etwas Ähnlichem gesucht, aber niemand sieht die Menschen, wie ich das tue. Herr Moritz erwähnte, dass er gerne an meiner Zeichnung, eine meiner Zeichnungen kaufen würde. Vielleicht ist eine darunter. Was ist das für eine Zeichnung? Betrachten. Die sind von damals mit der jungen Komponistin. Das ist Wilma? Ich konnte einige ihrer Facetten sehen, als ich mit ihr gesprochen habe. Noch bevor ich sie gemalt habe, aber die Größe, die sie erreichen sollte, war noch verborgen. Die Zeichnungen konnten einen guten Preis erzielen, aber vielleicht ist sie doch zu persönlich. Ja, zu freizügig. Ich schau mal weiter. Ein nackter Arsch? Was sind das für Zeichnungen? Also war das vorher mit dem Ausziehen an den Bankier gar nicht mal so abwegig? Wir malen tatsächlich Aktbilder. Sie war eine der ersten, mit der ich gesprochen habe. Tat so, als wäre sie jemand, der sie nicht ist. Ich habe sie nicht gemalt. Ich könnte wohl trotzdem ein paar Kronen damit verdienen. Okay. Ich erinnere mich an diese Sitzung. Er war ein lustiger Herr. Ich frage mich, ob Moritz etwas in der Art im Sinn hatte. Ich weiß nicht, ob der Bankier sich einen nackten Mann kaufen würde als Zeichnung. Gucken wir weiter. Aber wir fangen wieder von vorne an. Ich versuche es mal, das zu verkaufen. Ich schicke sie ihm per Post. Okay. Haben wir noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Dann gehen wir mal nach Hause. Der folgende Morgen.
Und auf in den Salon. Ich bin sehr gespannt, was die zu unserem Bild sagen werden. Vor allem diese komische Kritikerin, die unsere Bilder ja irgendwie nicht mag. Verschiedenste Gemälde. So viele berühmte Bilder. Und meines gleich daneben. Werde ich jemals gut genug sein? Grete. Hallo, Grete. Hallo, Fräulein Lavnitschak. Oh, hallo. Ich bin froh, dass ich Ihnen heute nicht nachjagen musste. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Nein, gar nicht. Sie haben ein Bild mitgebracht? Ja, es hängt da drüben, wie Sie sehen können. Ha. Oh, ich hab's nicht bemerkt. Sie haben einfach angenommen, dass Sie es herbringen können? Die ist unsympathisch. Würden Sie es sich ansehen? Ich würde mich geehrt fühlen, wenn Sie einen Blick darauf werfen würden. Das nehme ich an. Sie müssen sich heute wohl mutig fühlen. Ja. Ich bin leider schon spät dran. Für eine andere Verabredung. Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung. Ja, bitte enttäuschen Sie uns nicht. Seufz. Na, da bin ich ja mal gespannt, was sie sagt. Sie haben etwas von ihm gemalt. Vielleicht überraschend für die, die ihn nicht gut kennen. Ich habe mein Bestes gegeben, ihr Wein. Danke. Einfach danke. Danke. Ja, vielleicht. Sie finden das also gut? Obwohl es besser ist, wird es ihm nicht gerecht, oder? Ich kenne ihn seit Jahren. Es steckt mehr in ihm, als sie in diesem Bild zeigen. Er wollte sich nicht ausziehen. Ich wollte ja mehr zeigen. Eine gewisse Fassade, aber ohne Tiefe. Ja, jetzt sehe ich die Fehler. Als ob. Die plappert nur nach. Was fehlt? Ich verstehe, dass ich noch viel zu lernen habe. Ich weiß nicht, was ich sonst noch hätte tun sollen. Ja, wir wissen, dass wir noch lernen. Ich verstehe, dass ich noch viel zu lernen habe. Sie sind nicht ehrlich mit dem Pinsel. Sie müssen außerhalb ihrer eigenen Erfahrung denken. Gehen's raus in die wirkliche Welt. Versuchen's wirkliche Menschen zu treffen. Raus aus dieser ach so strahlenden Blase der gehobenen Gesellschaft. Ach ja, so strahlend hell, wenn auch nur für eine gewisse Zeit. Aber ja, strahlend. Okay, das ist unhöflich, wenn wir das auch was zu sagen. Das lasse ich lieber mal. Die mag uns ja sowieso schon nicht. Da möchte ich jetzt nicht noch, ne? Sie mehr provozieren. Also frage ich mal, wo wir hingehen sollen. Ha! Fragen's Ihren Großvater. Mein Großvater? Ja, er bezwingt Berge. Er weiß, wie sich anfühlt. Den scharfen Stein in seiner Hände beißt. Die schwarze Erde unter seinen Fingernägeln. Er kennt die wirkliche Welt. Ja, okay. Gucken wir uns den Bankier an. Herr Raymond Moritz, der Bankier. Er hatte etwas, das ich nicht einfangen konnte. Ja. Ach komm, hat die Grete noch was zu sagen? Ich wünschte, ich könnte das Richtige sagen. Okay, mit der haben wir kein Wörtchen mehr zu wechseln. Gucken wir uns Wien an. Ich frage mich, wie schnell sich die Kunde über mich verbreiten wird. Okay, die Bilder haben wir uns eben schon angeguckt. Dann haben wir hier alles erledigt, glaube ich. Josef Markerts Wohnung. Großvater, ich brauche deine Hilfe.
Und das Fräulein Lavnitschak meinte, ich solle hinaus in die Welt, in die wirkliche Welt. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Du kennst sie doch. Weißt du, was sie damit meint, gemeint hat? Treff mich am Markt. Ich denke, ich kann dir helfen. Bin ich mal gespannt, was der Opa sagt. Kaffeehaus, Markt. Ich will ins Kaffeehaus! Ins Kaffeehaus, lecker Käffchen trinken. Käffchen. Hat's gemundet, der Herr? Ja, köstlich. Sonst noch etwas, mein Herr? Nein, danke. Würden Sie sich meine Gleichung ansehen? Ich würde Ihre Meinung schätzen. Wenn Sie möchten. Aber ich versichere Ihnen, das liegt außerhalb meiner Expertise. Danke, Nenner. Sie sind ein guter Freund. Okay. Verzeihens, Herr Ober. Was kann ich für den Herr tun? Ich hätte gerne einen Kaffee. Gewiss. Welche Sorte? Okay, was trinken wir denn? Was ist denn verlängerter? Ich nehme einen Milchkaffee. Käffchen trinken. Nice, dass man das hier eigentlich kann. Dass man das hier kann, obwohl wir eigentlich zum Großvater sollen. Finde ich irgendwie cool. Ich mag sowas. Was für ein außergewöhnliches Gesicht. Ich frage mich, worüber Sie sprechen. Was... Okay. Was für ein Model dieser Mann wäre. Ich muss ihn malen. Die Herren entschuldigen Sie die Störung. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Franz Markert. Der Künstler? Mein Herr, es ist uns eine Ehre. Was können wir für Sie tun? Es ist Ihr Freund hier. Herr Schell. Emil Schell. Sie müssen mich verzeihen. Aber ich habe Sie von der anderen Seite des Raumes aus studiert. Oh? Die Facetten von Ihnen sind irgendwie gegensätzlich. Facetten? Gegensätzlich? Nicht im Kampf miteinander, mehr eine Dualität. Veränderung. Zuerst dachte ich eine Sache, aber später sah ich eine weitere im Konflikt mit der ersten. Veränderung, sagen Sie? Ich muss Sie malen. Hm? Wir müssen hier noch einiges besprechen. Könnten Sie mich später fragen? Natürlich. Meine Herren, bitte setzen Sie Ihr Mittagessen fort. Cool. Wer mein neues Model? Kann ich Ihnen helfen? Nein, wir trinken jetzt nicht noch einen Kaffee. Der Großvater wartet auf uns. Aber ich gucke mich noch ein bisschen um. Da hängen mehr Mäntel, als Menschen im Kaffeehaus sind. Zeigt, in was für einer zugeknöpften Gesellschaft wir leben. Ein wundervoller Herbsttag, okay. Gut. Dann gehen wir zum Großvater, beziehungsweise zum Markt, wo der Großvater auf uns wartet. Wie witzig, dass wir im Kaffeehaus noch so viel interagieren konnten. Hätte ich nicht gedacht. Sehr cool irgendwie. Ich freue mich, dass du dich mit mir treffen wolltest. Aber etwas liegt dir auf dem Herzen. Was kann ich für dich tun, mein Junge? Ja, was kannst du denn für mich tun? Ich muss mit jemandem Realem reden. Lol, okay. Nehmen wir einfach mal das Erste. Fräulein Lavnitschak hat mir gesagt, dass ich mit dir sprechen soll.
Brauchst du denn jemanden, der dir sagt, dass du mich treffen sollst? Ja, okay, das kam falsch rüber. Ist das essentiell? Anscheinend ist das essentiell für meine Zukunft als Künstler. Wie kann ich helfen? Was glaubst du, was die wirkliche Welt ist? Für mich ist die Nordwand des Pure Alto die wirkliche Welt. Das obere Ende des Haupthanges vom Fuß der Felswand. Es ist 40 horizontale Meter lang. Mein Gott! Die Erstbesteigung war 1879. Danieli und ich bestiegen ihn ein Jahr später. Wirklicher wird's nicht mehr. Ich dachte, dieser Markt wäre wirklich genug für mich. Natürlich ist er wirklich. Nicht wie der Salon. Deren Welt ist aus Worten. Grete weiß das. Aber die wirkliche Welt, unsere Welt, das hier, besteht aus Taten. Nicht so dramatisch wie mein Beispiel, aber genauso real, genauso wirklich. Das verstehe ich, Großvater. Also gut, schauen wir, ob du das tust. Schau, da drüben, die Dame beim Gemüsestand. Was siehst du? Eine plumpe Frau mittleren Alters, eine Frau, die sich für ihr Alter gut gehalten hat. Sie kommt mir bekannt vor, sie muss sehr schön gewesen sein, als sie jünger war. Sie bekommt mir bekannt vor? Das ist Madame Erika Ternhardt. Sie war einmal eine berühmte Schauspielerin, nicht? Ist sie immer noch. Und eine der schönsten Frauen unter der Sonne. Kennst du sie? Ich, ja. Vor langer Zeit, bevor ich deine Großmutter kennengelernt habe. Sie hat immer noch eine unglaubliche Ausstrahlung. Red mit ihr, Franz. Es klingt vermutlich komisch, das über eine Schauspielerin zu sagen, aber sie ist eine der realsten Menschen, die du je treffen wirst. Warum kommst du nicht mit? Ich kann mir vorstellen, wieso. Wahrscheinlich aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit. Aber ich frag trotzdem. Geh du! Bitte! Bitte! Na ja, komm, gehen wir mal.